Guter Gott und Vater, der Tag hatte so schön angefangen, Sonnenschein und zum Schluss Regen. Die ganzen Tage ist das schon so. Wir bitten dich, dass du uns aber trotzdem hier begegnest und deine Sonne für uns scheint. Und wir bitten dich, dass wir heute Abend etwas verstehen, was du uns sagen möchtest, auch wenn es ein alter Text ist. Komm du uns entgegen, schenke du uns deinen Heiligen Geist, der uns das erklärt und dass uns das hindurchträgt, auch durch unser Leben. Amen. Amen. Ihr Lieben, noch mal ganz kurz zur Erinnerung. Also wir machen ja im Moment erste Buch Mose, haben wir durch, zweites Buch Mose, und da muss man einfach mal ganz kurz noch sagen, es ist so erstaunlich, man hat den Eindruck, manches ist doppelt. Und es ist auch doppelt. Und zwar, wenn ihr Theologie studiert demnächst, weil wir haben Mangel an Theologiestudenten, ihr könnt gerne anfangen, dann, ne, damit sich das füllt, dann würdet ihr im Alten Testament sofort, es ist ein Fach Altes Testament, da werdet ihr sofort, wenn ihr das belegt, feststellen, aha, es geht darum, diese Texte auseinander ja, zu pflücken, muss man schon sagen. Und dann fällt einem auf, was man so als Kind gar nicht gelesen hat oder als Jugendlicher eigentlich interessiert hat. Und zwar tatsächlich, man kann erkennen, da waren mehrere Schriftsteller am Werk in diesem ersten, zweiten und so weiter. Und zwar, die Wissenschaftler haben so gesagt, sie haben das zugeordnet, sie nennen den einen, der das geschrieben hat, den Jahwisten. Und den anderen nennen sie den Elohisten. Warum? Weil der eine Gott mit Jahwe bezeichnet. Immer wenn er von Gott spricht, liest man, hier kann man lesen, Jahwe schreibt er dann. Und der andere logischerweise, wenn er von Gott spricht, nennt er ihn Elohisten. Und beide haben ähnliche Überlieferungen. Die haben also eine Geschichte, die gleiche Geschichte schon mal oder die gleichen Aussagen. Ja, und damit es ganz kompliziert wird, haben wir dann, wenn wir zwei haben, haben wir schnell auch noch denjenigen, der das Ganze dann miteinander vernetzt. Ne? Den haben sie dann den Deuteronomisten genannt. Müsst ihr euch alles nicht merken, aber wichtig ist, weil es mehrere Leute gibt, hört man manches doppelt. Ich habe das jetzt gesagt, weil ihr jetzt demnächst, wenn ihr abends immer hier seid, sagt ihr, da ist das schon wieder. Ja, das ist schon wieder, weil der andere durfte auch nochmal. Ja. Also, wir machen jetzt mal da weiter, wo wir letztens aufgehört haben. Jetzt geht es um die Gebote der Gottesfurcht. Gebot ist die Überschrift. Nachher reingekommen, Überschriften gab es in der alten hebräischen Bibel nicht, die sind nachher eingefügt worden. Gebote der Gottesfurcht. Es geht los mit, Gott sollst du nicht lästern und einem Obersten in deinem Volk sollst du nicht fluchen. Alles klar? Gott sollst du nicht lästern. Also lästern, weißt du noch, was das Wort lästern bedeutet? Ja. Was heißt das? Wenn über andere Leute reden, wenn sie nicht dabei sind. Ja, zum Beispiel. Über andere Leute reden, wenn sie nicht dabei sind. Sich über jemanden aber zwar, schlecht. Und zwar, ja, schlecht. Ja, genau, das ist der Zusatz. Und zwar nicht nur reden über die, das wäre ja noch, kann man ja machen, aber spöttisch reden oder abfällig, sagen wir auch schon mal, schlecht. Mit anderen Worten, das ist lästern. Da lästert einer aber jetzt mal richtig ab. Das hat sich im Deutschen noch so durch das alte Wort gehalten. Und das ist ja fatal. Wenn du nicht sicher sein kannst, wenn du weg bist, dass Menschen über dich schlecht reden. Das ist grauenvoll. Da passiert auch was ganz Schlimmes eigentlich. Du gehst in Urlaub und plötzlich ist die Stimmung gekippt. Du kommst aus dem Urlaub nach Hause und denkst, was ist denn hier passiert? Dann ist hinter deinem Rücken irgendetwas passiert. Dann ist gelästert worden. Und zwar, Kollegen lästern über ihren Chef, der Chef über den nächsten Chef und so weiter und so weiter. Das ist an der Tagesordnung. Und es meint aber auch, lästern meint aber auch Gott beschimpfen. Es ist also beides. Lästern meint immer beide Bereiche, im zwischenmenschlichen, aber auch im göttlichen Bereich. Und hier steht, Gott sollst du nicht lästern. Ja, warum denn nicht? Weil, habe ich mir hier dick aufgeschrieben, Respekt. Respekt ist ein zentrales Thema im Leben miteinander. Den Respekt gegenüber dem anderen. Und zwar, kennt ihr dieses Wort, woher das kommt? Respekt ist ein lateinisches Wort. Das heißt, re heißt zurück und spectare heißt gucken, blicken. Also zurückblicken. Respekt hat was damit zu tun, ich blicke nochmal zurück auf das, was ich gesagt habe. Ich haue nicht irgendwas raus, sondern sage, ich gucke mir das nochmal an, was ich gesagt habe und gucke, was habe ich denn damit angerichtet?
Ne? Das ist ja so wie im richtigen Leben. Du machst irgendwas und dann, bevor du den Raum verlässt, guck dir das bitte nochmal an. Meine Frau pflegt dann zu sagen, wenn ich geduscht habe, mach mal weh. Respekt. Und zwar, guck mal zurück, wie das da aussieht. Ne? Kennt ihr alle, oder? Ja. Badezimmer. Wie sieht das aus? Ich will jetzt nicht von anderen Dingen sprechen, wo man nochmal besser nachguckt, ob alles in Ordnung ist. Ihr wisst, was ich meine. Ja? Das ist für einen selber gut und für den anderen, ob der den Mist im Bett wegmachen muss. Und jetzt heißt es, Respekt gegenüber Gott haben wir an den Tag zu legen. Und auch gegen den anderen. Auch gegen den Obersten im Volk. Wenn ich mir überlege, wie heute über Politiker in Deutschland gesprochen wird, überhaupt, das ist respektlos. Ich habe das schon mal gesagt. Das geht eigentlich so gar nicht. Man kann über Dinge, die die machen, streiten, habe ich auch schon gesagt. Aber trotzdem ist es eine Frage, in welcher Art und Weise ich es tue. Und da sollte man den Respekt immer noch vor Augen haben. Und wie Eltern mit Kindern umgehen und Kinder mit Eltern, das brauche ich euch gar nicht zu erklären. Da komme ich richtig ins Ruhrgebiet, in meinen Pott rein, ne? In das Dialekt. So riecht mich das schon wieder auf. Riecht mich das auf, würde ich jetzt so an meiner Stelle sagen. Das geht gar nicht. Grundeinstellung ist Respekt. Respektvoller Umgang. Und dann geht's weiter. Jetzt kommt was ganz anderes. Den Ertrag deines Feldes und den Überfluss deines Weinberges sollst du nicht zurückhalten. Deinen ersten Sohn sollst du mir geben. So sollst du auch tun mit deinem Stier und deinem Kleinvieh. 7 Tage lass es bei seiner Mutter sein, am 8. Tag sollst du es mir geben. Also, die Erstgeburt gehört Gott von Anfang an. Ich habe mich damit ein bisschen schwer getan, muss ich ehrlich sagen. Weil ich habe mir so gedacht, einfach ist das ja nicht. Das erste Kind, was du erwartest, da hängt ja auch dein Herz dran. An den anderen auch, aber das Erste ist das, worauf du dich unwahrscheinlich freust und dann sollst du dieses Kind, jedes andere will ich auch nicht abgeben, aber dann sollst du dieses Kind jetzt Gott abgeben. In einem anderen Zusammenhang, habt ihr das noch in der Erinnerung, was man auch machen kann? Man kann es mit Geld loslösen. Und ihr merkt schon, jetzt sind 2 am Werke, bei dem einen ist es gemildert, da kannst du es mit Geld ablösen und hier ist davon nicht die Rede. Es ist die Frage, was gilt. Was aber in beiden Fällen gilt, ist, dass Gott einen Anspruch hat auf das, was er uns gibt. Er sagt, ich gebe euch etwas, aber einen Teil davon seid ihr mir schuldig. Ein Teil davon ist nicht euer Eigentum. Das gehört mir und was ich damit mache, ist dann meine Sache. Damit sind wir bei allen Bereichen, die Gott uns schenkt. Das meiste können wir behalten, aber einen Teil davon, das gehört Gott. Warum ist das so? Ich habe mal so überlegt, wenn ich jemanden liebe, dann bin ich bereit, ihm das bessere Teil zu geben. Ihr kennt das doch alle, ne? 2 Stück Kuchen. Das eine ist etwas größer und das eine ist etwas kleiner. Wenn ich den Menschen mag, kriegt er das Größere. Ihr wollt jetzt nicht wissen, was ist, wenn ich den nicht mag. Dann nehme ich beides. Ich bin am liebsten mit Leuten zusammen, die ich nicht mag. Dann kriege ich immer die größeren Stücke, oder wie war das? Nee, aber ihr wisst, was ich meine. Man liebt einen Menschen und dann ist man bereit, auch etwas abzugeben. Auch das, was man eigentlich gerne für sich behält. Und so ist das wahrscheinlich auch. Die Liebe zu Gott entscheidet sich auch daran, ob ich bereit bin, etwas abzugeben. Entscheidet sich auch daran. Muss man in aller Deutlichkeit sagen. Diese Kirchenaustritte und die Sparerei des Kirchengeldes und der Kirchensteuer, da muss man sich allen Ernstes fragen, bestand da eine Beziehung zu Gott? Ja, muss man ganz vorsichtig sagen, ich kann auch so an Gott glauben. Ja, das stimmt alles. Kann ich auch nicht in Abrede stellen. Und trotzdem geht auch die Liebe durchs Portemonnaie. Da muss man, jetzt geht der Fass, ich höre schon, jetzt weiß ich schon, wie das gucke zu Hause, ich weiß schon, ich kriege Kommentare ohne Ende. Aber ist egal, ich bin schon der Meinung, irgendwie muss es auch Konsequenzen haben. Wir gucken mal weiter. Gebote der Gerechtigkeit und Nächstenliebe kommt jetzt. Jetzt kommt alles durcheinander. Du sollst kein falsches Gerücht verbreiten. Ja, das wäre mal klasse, wenn man uns daran halten will. Gerücht, weißt du auch, was das ist? Du weißt auch, was Gerücht ist? Gerüchteküche ist schlimm, ne? Wenn mal so richtig sowas aufkommt, das hat keinen Hand und keinen Fuß, aber es ist im Raum. Und es bleibt immer was zurück, das ist das Schlimme. Egal, was du sagst, es bleibt immer. Du kriegst das nicht mehr aus der Welt. Das ist ganz schwierig. Und Gerüchte, weißt du, worauf ein Gerücht eben basiert? Auf einer Lüge. Nein, nicht unbedingt.
Es muss nicht, ja, kann auch eine Lüge sein, die man so in die Welt setzt, ja, aber ein Gerücht ist erstmal etwas, was ich nicht abgesichert habe. Zeitungsartikel, wenn du Reporter würdest oder Redakteur, musst du eines auf jeden Fall machen, das gehört zu einer Redaktionsarbeit dazu, und zwar die sogenannte Recherche. Du musst recherchieren, die Sachen, der Bericht muss auf Fakten. Du kannst nicht einfach was in die Welt setzen. Das sind in den Zeitungen unten schon mal, wenn man schon mal guckt, unten ganz unten steht, wir nehmen den und den Spruch leider zurück. Ja. Dann steht das aber so dick schon oben drin, ist mir auch schon passiert, steht so dick was Falsches drin, und unten steht dann 5 Tage später, wenn schon alle gelesen haben, steht dann unten, wir entschuldigen uns an der Stelle das. Ist zu spät. Das ist eine ganz schlechte Recherche. Und Gerüchte zu verbreiten, bringt einen Menschen um Kopf und Kragen. Und es ist so schnell irgendwas rausgehauen, was man sich nur ausgedacht hat. Da ist nichts hinter, hat man nur mal, ja, ich glaube, das ist so und so. Ja, was ist, glaubst du jetzt? Glauben kannst du in der Kirche. Ja, haben mir schon heute gesagt, glauben kannst du in der Kirche. Aber das ist jetzt mal hier, da, stimmt es oder stimmt es nicht? Ist es wahr oder ist es nicht wahr? Wenn es wahr ist, dann muss man sich nur überlegen, ob es nötig ist, dass man sagt, okay, aber letzten Endes, es muss schon wahr sein, sonst kann man es nicht erzählen. Und da passiert in unserer Gesellschaft heute ganz viel mit der Gerüchteküche. Ihr müsst mal bei Facebook durchgehen. Mein lieber Mann, da ist eins nach dem anderen, da stimmt nur die Hälfte. Und das Schlimme ist, die Jugendlichen, also auch die jungen Menschen, egal, nicht nur ihr als Jugendliche, die jüngere Generation glaubt alles, was da steht. Weil es steht ja da. Aber es ist falsch. So. Das soll auf keinen Fall passieren. Du sollst nicht, jetzt kommt was anderes, du sollst nicht einem Schuldigen Beistand leisten, indem du als Zeuge Gewalt deckst. Ist klar, was gemeint ist? Du sollst nicht einem Schuldigen, also einer ist schuld, und ein anderer steht dem bei, obwohl man weiß, es ist falsch. Das gibt's auch. Das gibt's auch nur, weil man befreundet ist. Weil man meint, man ist verpflichtet, dem anderen jetzt den Rücken zu decken. Es ist vollkommen klar, wenn man so lebt, hat man nicht unbedingt immer ganz viele Freunde. Weil das ist gegen den Strom schwimmen. Aber hier steht ganz klar, bei der Wahrheit bleiben. Das kann natürlich dazu führen, dass manche Leute sich von einem trennen. Dass man sagt, ich hatte von dir erwartet, dass du mir den Rücken stärkst. Aber doch nicht, wenn er falsch ist. Kann man doch nicht machen. Dann ist doch Unrecht Tor und Tür geöffnet. Steht schon hier im Alten Testament. Du sollst der Menge nicht auf dem Weg zum Bösen folgen und nicht so antworten vor Gericht, dass du der Menge nachgibst und vom Rechten abweichst. Das ist das, kennt ihr alle, wenn die Nachrichten kommen, ne? Verkehrsfunk, es kommt ihnen auf der Autobahn A61 ein Falschfahrer entgegen. Und der Falschfahrer sagt, wieso einer Tausende. Ne? Also es ist ja ganz schwierig, gegen den Strom zu schwimmen. Das ist nicht einfach, weil du bist dann derjenige, der da steht, und alle gehen in die Richtung und du gehst in die andere. Aber es ist gefordert von uns, und jetzt sage ich mal, nicht nur im Alten Testament, auch als Christen, wenn wir etwas für wahr halten, dafür auch einzustehen. Und nicht nur, weil alle brüllen, mitzubrüllen. Das ist aber gang und gäbe. Alle brüllen und man brüllt dann mit. Nee, kann man nicht machen. Ist natürlich risikoreich. Also du kannst nicht in Dortmund in der Kurve stehen und Schalke schreien. Da sollte man natürlich darauf achten, dass man das lässt. Aber im Grunde genommen ist es da, wo stehen wir als Christen? Stehen wir dazu, dass wir einen Gott haben, und wenn alle sich den Maul zerreißen, stehen wir dann auf? Wenn alle sagen, die Kirche kannst du doch vergessen, steht dann einer auf und sagt, ich vergesse die nicht, ich bin immer noch in dem Laden drin. Wie sieht's aus? Frage nach dem Standpunkt. Du sollst den Geringen nicht begünstigen in einer Sache. Das ist jetzt der Umkehrschluss. Nur weil einer schwach ist oder nichts hat, soll man aber auch nicht dem dann recht geben. Nach dem Motto, dem hilft ja sonst keiner, dann helfe ich dem mal. Auch hier gilt, bei der Wahrheit bleiben. Ist ein Thema. Deshalb mache ich jetzt weiter. Wenn du dem Rind oder Esel deines Feindes begegnest, die sich verirrt haben, so sollst du sie ihm wieder zuführen. Wenn du den Esel deines Widersachers unter seiner Last liegen siehst, so lass ihn ja nicht im Stich, sondern hilf mit ihm zusammen dem Tiere auf. Ist ja jetzt egal, ob ihr einen Esel, ihr werdet in unserer Gesellschaft nicht so oft einen Stier finden. Nee. Esel gibt es ja genug, aber mit den Stieren, das ist so eine Sache. Aber wenn ihr etwas seht,
wo ein Mensch in Sorge und Not ist, so will ich es jetzt mal übersetzen in unsere Zeit. Wenn ein Mensch in Sorge und Not ist und du siehst es, dann ist doch die Frage, hast du dann immer noch ein verhärtetes Herz und sagst, nee, mit dem will ich nichts zu tun haben, gehst weiter oder hältst du an? Dann der Text fordert doch dazu auf, oder Gottes Gebot eigentlich, dazu auf zu sagen, ey, wenn der in Not ist und deine Hilfe braucht, dann lass ihn rein. Dann überwinde dich doch mal selber, deinen Stolz oder deinen Egoismus oder deine Hartherzigkeit oder was auch immer, dann lass es. Es ist auch eine Riesengelegenheit, vielleicht findet ihr doch noch zueinander. Es ist immer der Versuch, mit einem anderen wieder ins Gespräch zu kommen. Denn so Situationen gibt es, kennt ihr doch alle. Ihr könnt Leute nicht ausstehen und plötzlich stehen die vor dir und haben irgendwas. Oder erzählen dir von ihrer Not. Da kannst du doch nicht sagen, hör mal, ich hab mich noch nie für dich interessiert, jetzt auch nicht. Sondern dann wird man doch zuhören und vielleicht merkt man plötzlich, ich habe mich geirrt, der andere ist ja gar nicht so ein Ekel, so ein Esel oder wie auch immer. Schwer ist das trotzdem, keine Frage. Aber das ist eine Möglichkeit, die hier aufgezeigt wird. Jetzt arbeitet es in dir, ich sehe es schon. Ich mache mal weiter, bevor du fertig bist. Du sollst das Recht deines Armen nicht beugen in seiner Sache. Also das hatten wir schon mal, habe ich schon gesagt beim letzten Mal, in Deutschland gibt es immer, wenn du vor Gericht das nicht bezahlen kannst, kriegst du immer einen Anwalt gestellt. Das hat das deutsche Gericht mittlerweile schon eingeführt. Man muss in einer Sache auch jemanden haben, der einen verteidigt. Und zwar, wenn es ein anderer nicht macht, dann machen wir das. Ich gehe trotzdem jetzt schnell weiter. Halte dich ferne von einer Sache, jetzt kommst du, bei der Lüge im Spiel ist. Jetzt haben wir es definitiv mit der Lüge. Wo Lüge im Spiel ist, halte dich von so einer Sache fern. Kann man jedem nur zu raten. Wenn du merkst, ja, aber wenn du merkst, da wird so ein Komplott geschmiedet, da werden so Ränke, früher hat man Ränke gesagt, da so, es wird sich zusammengehockt, wie kann ich dem schaden und was weiß ich, weg von dem. Mit so Leuten nichts zu tun haben. Und so Dauerlügner sind ganz schwierig. Ich bin mal auf eine Person vor Jahren reingefallen. Das war ein Theater ohne Ende. Ich bin kaum noch da rausgekommen. Das ist ganz schwierig, wenn du dich einmal darauf einlässt. Ein Mensch, der lügt, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Kennt fast jeder dieses Sprichwort und da ist was dran. Deswegen halt dich davon. Du weißt nie, wenn einer gelogen hat oder beim nächsten Mal die Wahrheit sagt. Und das Grundprinzip ist doch, bleib bei der Wahrheit, dann weißt du immer, dass du richtig geantwortet hast. Wenn man aber zu Anfang nicht weiß, dass der... Ja, dann hast du ein Problem, dann musst du warten. Natürlich kannst du das erst entscheiden, wenn du definitiv weißt, jetzt hat er gelogen. Vorher kannst du es nicht wissen. So bin ich ja da reingerutscht in diese Situation. Es hätte alles wahr sein können und zum Schluss war nichts wahr. Also von daher, wenn du es merkst, Reißleine ziehen. Anders geht das ja nicht. Hat ja keiner hier drauf auf der Stirn stehen, dann muss man, braucht Zeit. Dann, dem Unschuldigen und dem, der im Recht ist, sollst du nicht töten, denn ich lasse den Schuldigen nicht Recht haben. Das hatten wir auch an anderer Stelle schon, deswegen gehe ich jetzt an der Stelle weiter. Du sollst dich nicht durch Geschenke bestechen lassen, war auch schon mal an anderer Stelle. Denn Geschenke machen die Sehenden blind und verdrehen die Sache derer, die im Recht sind. Also dieses unter der Hand mal jemanden ist ganz schwierig. Und dann kennt ihr das, dann kriegst du irgendwas geschenkt und fragt einer dich, ist das auch bei Ihnen angekommen? Ja. Bevor er dann fragt, kannst du das und das für mich machen? Ist das auch bei Ihnen angekommen? Mein Vater hatte zur Weihnachtszeit, das war unfassbar, mein Vater war Einkäufer und damals war das noch in den 80er Jahren, da wurden unglaubliche Geschenke zur Weihnacht. Da kam kistenweise, ich werde nie vergessen, eine Riesenkiste, aber uns gerade, was ist das? Das roch so süßlich. Haben wir die aufgemacht, eine ganze Kiste voller Apfelsinen. Mein Vater kriegte auch Wein. Und da sagte er manchmal schon, auch nur 3 Flaschen. Da waren bis zu 6, 9 Flaschen, da war noch die High Society-Zeit. Und da sagt mein Vater, mir ist das nur peinlich. Weil die Leute werden, die fragen mich dann, ist das bei Ihnen angekommen? Und beim nächsten Einkauf kriegen die dann unter den Nasen, ich hatte Ihnen doch den Wein gegeben. Also ist absolut... Das ist Korruption eigentlich. Das war für meinen Vater damals fast das 14. Gehalt. So viel ist bei uns angekommen. Endete dann schlagartig,
kam nichts mehr. Ich glaube, das ist von oben auch irgendwie geregelt worden. Da ging das nicht mehr. Da war richtig Feierabend. Da hat der Staat wahrscheinlich einen Deckel drauf gemacht. War ich zu jung, weiß ich nicht, ob es so gewesen ist, kann ich nicht beurteilen. Dann der letzte für heute. Einen Fremdling sollst du nicht bedrängen, denn ihr wisst um der Fremdlinge Herz, weil ihr auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen seid. Und wieder hatten wir dieses Thema schon, ist ein Dauerthema in Israel, weil, damit schließe ich, weil die ja in der Wüste noch immer sind und weil aus Ägypten ja nicht nur die Israeliten die Gunst der Stunde genutzt haben, sind abgehauen, sondern andere, die in Ägypten auch unterdrückt wurden, die sind ja direkt mitgelaufen. Also waren immer auch Fremde mit an Bord, wie in unserer Gesellschaft auch. Also, dies ist ein Dauerthema und es gibt kein reines arisches Volk. Gott sei es gedankt und getrommelt. Und deswegen, wir haben auch auf die zu achten, die zwar uns fremd sind, aber Gott bekannt. Schöner Satz zum Schluss. Amen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist der menschliche Vernunft, bewahre Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.